Herr Nittel, ein Duell der Abstiegskandidaten, das Sie für sich entscheiden konnten. Das Ergebnis sieht knapper aus, als ich den Spielverlauf gesehen habe. Wie haben Sie es gesehen? Ja, natürlich, die Voraussetzungen waren natürlich so, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die beide hinten drin stehen. Allerdings muss man auch sehen, dass die Punkte in der Kreisliga sehr eng beieinander liegen. Also die Mannschaften von Platz 7 bis unten sind alle ganz dicht beieinander. Da ist jeder Sieg wichtig, jeder Punkt ist wichtig. Und wir haben heute einen Grundstein gelegt, nochmal, nachdem jetzt drei Spiele schon ungeschlagen waren, heute noch den Sieg. Und da sind wir sehr glücklich damit. Wie konnten Sie das für sich entscheiden, das Spiel? Ja, wir haben gewusst, dass die Kallenbacher jetzt mit dem neuen Trainer, mit unserem ehemaligen Trainer Adi Zündel, hier versuchen werden, uns das Spiel aufzudrücken, dass sie aggressiv spielen. Aber da haben wir uns gut darauf eingestellt, haben ihre Spieler aus dem Spiel genommen, die kreativ sind. Ja, der Schlüssel war einfach unsere aggressive Spielweise, dass wir den Kallenbacher keinen Platz gegeben haben, um sich zu entfalten. Und heute natürlich auch die Chanceauswertung positiv war gegenüber den letzten Spielen. Und somit ist der Sieg verdient. Es hätte aber zum Schluss, wurde ja der Anschlusstreffer erzielt und es hätte auch 3:3 ausgehen können. Ja, das sind immer die Geschichten, die der Fußball schreibt. Man dominiert ein Spiel und am Schluss wird es nochmal eng. Wäre eigentlich das Gute zu viel gewesen, wenn Kallenbach tatsächlich noch das 3:3 gemacht hätte. Aber wenn es so gewesen wäre, dann wäre es halt so. Kann man nichts machen. Aber wir haben es gut verteidigt noch am Schluss und verdient gewonnen. Wie bewerten Sie den Saisonverlauf bis jetzt? Ganz gut, wenn man die letzte Saison betrachtet, wo wir mit viel Glück doch nicht abgestiegen sind durch den Buggeberger Aufstieg. Somit sind wir über jeden Punkt froh, den wir hier sammeln. Und meine Mannschaft ist konkurrenzfähig, das ist eine gute Mannschaft. Wir haben es bewiesen gegen Huchenfeld, Öschelbronn, wo wir immer knapp gespielt haben. Und gegen Kallenbach, das auch zu den selbst an eine Top-3-Kandidaten gehört, haben wir uns heute jetzt auch sehr gut verkauft. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass wir ins Mittelfeld aufrutschen können. Ihr nächster Gegner ist bei einem Auswärtsspiel Ersingen. Was meinen Sie, was für ein Spiel uns da erwartet? Ja, das wird eigentlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Wir haben hier im Pokal vor der Runde schon gegen sie gespielt. Und das ist eigentlich eine tolle Mannschaft, die unbedingt auch den Aufstieg wieder machen will dieses Jahr. Aber da fahren wir natürlich hin und versuchen auch einen Punkt mitzunehmen, ganz klar. Herr Nittel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank.